Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Create a Sim Video von mir. Heute schauen wir uns direkt zwei Sims an, die ich erstellt habe. Dazu möchte ich aber kurz klarstellen, dass das Design, die Geschichte und generell diese beiden Personen, Leilani und Maybe, nicht mir gehören, sondern sie von der wundervollen Künstlerin Yoharu Art auf Instagram stammen. Und Yoharu Art war so nett zu mir, dass sie mir erlaubt hat, sie als Sims zu erstellen und mit euch zu teilen. Ich werde die Künstlerin natürlich unten in der Infobox verlinken. Schaut da gerne mal vorbei. Sie ist eine nette Person, eine tolle Künstlerin und lasst da gerne Support da. Und dann würde ich sagen, viel Spaß bei dem Video. Ich hoffe, der kleine Kurzfilm von Leilani und Maybe hat euch gefallen und jetzt gucken wir uns an, was die Sims tragen. Ich konnte beide leider nicht zu 100% nacherstellen, weil ihr kennt ja Sims so. Da hat man halt schon irgendwo vorgegebene Sachen und leider haben sie jetzt bei ihrer Outdoor-Kleidung auch Handschuhe an. Die habe ich ihnen nicht gegeben. Leilani ist übrigens eine blinde Hexe und sie hat eine starke Verbundenheit zur Natur. Sie kann durch die Natur sehen, kann auch mit Pflanzen sprechen. Und deswegen ist sie auch sozusagen die grüne Hexe. Im Nachhinein denke ich so, okay Nina, du hättest vielleicht ein bisschen mehr Grün mit reinpacken können in ihre Klamotten. Aber nun ja, ich habe sie jetzt halt viel weiß gemacht. Finde ich, ist ein guter Kontrast zu Maybe, die wir uns jetzt angucken. Und Maybe kann sich an nichts erinnern. Also nur daran, wie Leilani sie im Wald gefunden hat. Und Maybe hat eine starke Verbindung zum Kosmos und vor allem auch zum Mond. Ihre Kräfte sind auch am stärksten bei einem Vollmond. Und sie versucht auch durch alle möglichen Dinge sich an etwas zu erinnern. Und das Erste, woran sie sich wieder erinnern konnte, war ihr Name. Und ich habe das versucht halt in diesem Kurzfilm darzustellen. Und ich hoffe, das hat euch gefallen. Das wäre es von mir. Die Sims gibt es wie immer zum Download. Und dann würde ich sagen, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!